Hallo, ich bin's wieder, euer Tude, zu einem neuen Video von Notruf 112, der Feuerwehrsimulation. Wir haben einen LKW-Brand und ich würde sagen, wir sind hier mal der Angriffstrupp-Führer. Dann geht's auch direkt los in die Fahrzeughalle. Der LKW brennt. Hoffentlich ist der Fahrer nicht verletzt und konnte sich rechtzeitig noch in Sicherheit begeben. Das werden wir aber erst vor Ort sehen. Und um dahin zu kommen, steigen wir jetzt ins Auto ein und fahren los. Ich habe den Erfurt-Skin drin, der gefällt mir sehr, sehr gut. Guckt euch das mal an. Feuerwehr Erfurt. So, komm, steig ein, Maschinist. Und gib Gas. Gib Gas auf der Anfahrt. Müssen wir kurz warten, bis der Edelweg gefahren ist. Und dann können wir dem hinterherfahren. Männer, Atemschutz. Nee, den brauchen wir heute nicht, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Dann vor Ort vielleicht ausrüsten mit dem Atemschutz. Aber jetzt erstmal noch nicht. Ich weiß ja gar nicht, brennt der auf der Autobahn oder brennt der irgendwo im Industriegebiet? Weil Drehleiter kommt ja keiner mit. Das heißt, es ist nicht dieser LKW mit dem Container hinten drauf. Wahrscheinlich brennt der Motorraum auf der Autobahn. Vorsicht, wir sind die Feuerwehr. Oh, doch nicht Autobahn. Aber ein kleinerer LKW. Ich sehe den Fahrer nicht. Wo ist der denn? Das sieht nicht gut aus, wenn der Fahrer nicht zu sehen ist. Das heißt, er müsste noch im Auto sitzen. Am RTW kommt... Doch, da kommt einer. Komm, gib Gas. RTW, los. RTW ist da und dann können wir gleich losdrücken. Genau, los geht's. Männers, wir schaffen das. Erstmal Rolltore öffnen. Manche machen ja immer alle Rolltore auf, manche sagen, man macht nur die auf, die man braucht. Würde eigentlich gern der Angriff. Der macht auch nichts. Doch jetzt, B-Schlauch. Schon unterwegs. Kann man das Ding mal ein bisschen anders parken hier? Die Haspel, die steht ein bisschen im Weg. Dankeschön. So, der schließt seinen Verteiler an. Wie gesagt, dem Fahrer geht es, glaube ich, nicht so gut, habe ich das Gefühl. Aber ich muss sagen, die KI hat sich stark verbessert. Ich habe jetzt länger nicht mehr gespielt. Aber die KI, die kann jetzt auch was selber. Und die hängt da nicht rum und du musst dann selber eingreifen. Also die würden auch so den Einsatz selber übernehmen. Man kann jetzt auch der Gruppenführer sein und dann nur noch durch Knopfdrücken Befehle geben, wer was machen soll. Auch ziemlich cool. Aber etwas langweilig, wie ich finde. Also die Funktion ist cool, dass es die gibt, aber ich würde jetzt nicht allzu oft benutzen. Weil da macht schon mehr Spaß, selber hier Hand anzulegen. Komm, schließ mal an. Jetzt kommt der da vorne ein Strahlrohr wahrscheinlich. Ach, der ist doch jetzt hier unterwegs. Mittelschaumrohr. Oh, mit Schaum wird gelöscht. Auf geht's. Erstes Rohr, Wassermarsch. Oder Schaumarsch. Doch mit Atemschutz. Und das sieht nicht so gut aus für diesen LKW. Ich glaube, der kann so schnell nicht wieder losfahren. Da ist der vorne schon ziemlich abgebrannt. Schade doch, dass das Schaum nicht liegen bleibt. Das sah bestimmt auch cool aus. Bisschen von allen Seiten hier was drauf sprühen. Was ich auch viel cooler finde, jetzt dauert es auch wirklich eine gewisse Zeit, bis das Feuer gelöscht ist und du fährst nicht hin, drückst kurz die Maus und dann ist sofort Feuer aus, quasi.
Das war ja früher immer ein bisschen so, was nicht genervt hat. Aber mittlerweile steht man hier echt ein paar Minuten teilweise und muss das Feuer löschen. Das finde ich richtig cool. Apropos Feuer löschen. Heute Abend beginnt meine Grundausbildung als Truppmann. Bin schon mega aufgeregt. Habe meine Uniform gestern bekommen. Also die richtige Uniform. Ja, und das bin ich einen Monat lang dabei ungefähr, die Grundausbildung zu absolvieren. Das ist bestimmt mega geil. Danach bin ich noch nicht einsatzreif, weil ich noch kein 18 bin. Das dauert dann noch bis zum Sommer. Aber wenn ich dann im Sommer die 18 Jahre erreicht habe, dann sollte dem aktiven Feuerwehrmann nichts mehr im Wege stehen. Das brennt ja schon ganz schön hart, denke ich. Ich habe ja schon viel im Spiel und in der Jugendfeuerwehr geübt. Ich glaube, das wird nicht allzu schwer. Ach, hier am Scheibenwischer noch. Komm schon. Auf geht's. Hä? Jetzt sehe ich aber auch nichts mehr. Bis auf was da unten. Sollte erstmal den Fahrer retten, vielleicht. Ist das eine gute Idee? Bevor wir jetzt hier noch. Dann ist mal der Kollege. Guck dem mal zu, wie der das jetzt macht. Das war's. Geh zu Standrohr und baue es ab. Kein Problem. Das können wir gleich wieder aufräumen. Ich weiß nicht, ob der RTW jetzt sich noch interessiert an dem Verletzten. Oder ob der überhaupt noch drin ist oder ob der abgehauen ist. Vor Schreck. Vor Schock. Aber unsere Arbeit ist hiermit beendet. In diesem Einsatz und wir können hier mal langsam abbauen. Hä? Hallo? Das war meine Aufgabe, aber danke fürs nochmal schön einordnen. Ja, einsteigen sollen wir. Dann doch. Jetzt bin ich mal als Beifahrer unterwegs. Guck mal, ich kann jetzt als Beifahrer hier vorne mitfahren. Beim Kollegen so etwas über die Schulter gucken. Und mein Abschleppwagen noch kommen, aber den gibt es im Spiel noch gar nicht. Ich stelle mir immer die Frage, wie das mit dem Spiel weitergehen soll. Jetzt kommt ja, oder ich weiß nicht, ob die Version schon kam fürs Handy, was? Das Spiel ja in simpler Form fürs Handy. Das war ja so geplant oder ist in Arbeit von den Entwicklern, allerdings von einem separaten Team im Entwicklerstudio. Das heißt, die Entwickler, die das PC-Spiel Notruf 112 machen, machen scheinbar daran weiter. Hallo! Hey! Ich bin nicht der Fahrer, ich bin der Beifahrer, aber die Ampel war rot. Ganz eindeutig. Hallo? Geht's noch? Alles klar. Ja, dann halt nicht. Ja, auf jeden Fall, was kommt denn noch im Spiel? Der Multiplayer funktioniert noch nicht so, wie er sein soll. Wobei er jetzt auch schon einige Verbesserungen hat, muss man ja sagen. Aber das Modding, das ist noch ein Thema, das wurde groß angepriesen und von den Spielern, von der Community selber viel Wert drauf gelegt, dass man modden kann. Das fanden alle sehr cool, ich auch. Aber dazu kam es nie. Es gibt, glaube ich, einen Mod, der irgendwie die Eigenschaften des Feuers ein bisschen verändert. Aber sonst Fahrzeuge oder Städte, da gibt es überhaupt nichts, weil das geht überhaupt nicht, weil die Entwickler das noch nicht so eingestellt haben, dass man da als Modder eben eine Möglichkeit hat, da seinen eigenen Teil zu beizutragen. Das finde ich sehr schade. Aber ich kann die Entwickler verstehen, dass das auch sehr viel Arbeit ist, das zu machen und auch von den Lizenzen her für die Engine, die benutzt wird und so, alles nicht so einfach ist. Trotzdem wäre es mega cool, wenn man da mal langsam modden könnte, nach fast einem Jahr Release-Zeit, also veröffentlichen.
Also, das Spiel ist jetzt ein Jahr draußen ungefähr. Nicht ganz, glaube ich. Hätte ja schon viel früher rauskommen sollen, wurde ja mehrmals verschoben. Aber mittlerweile ist es echt ein Spiel, das sich spielen lässt. Die Bugs sind größtenteils weg. Wir fallen jetzt nur noch selten welche auf. Auch die Personen laufen nicht mehr über die Straße. Die bleiben jetzt wirklich auf dem Gehweg stehen. Und dann, weil früher war das immer so in der letzten Version oder vorletzten, dass die Passanten in der Kurve, wenn der Gehweg eine Kurve gemacht hat, einen Knick, sind die einfach gerade weitergelaufen. Dann sind die entweder durch die Wiese oder über die Straße gelaufen und so. Das sah ein bisschen komisch aus. Hey, grüne Welle. Wir kommen an und das Licht wird grün. Hier an der schönen Wache Mülheim an der Ruhr. Busse gibt es ja auch keine, obwohl der hier am Busbahnhof steht, also an der Bushaltestelle steht. Und da ein Plakat vom Nordrhein-TV Play-Kanal. Grüße an Ansgar und Zenges an dieser Stelle. Das hängt ja da hinten an der Bushalte. Alles einparken. Man kriegt ja auch immer ein paar Punkte für die Einsätze, wenn man die abgeschlossen hat. Und deswegen gibt es dann auch die Steam-Errungenschaften, die man sich freischalten kann, wenn man eine gewisse Anzahl an Einsätzen abgefahren hat, erfolgreich. Und da bin ich schon ganz gut dabei. Also da fehlen mir gerade noch 30% der Trophäen, aber die haben nur sehr wenige Prozentzahlen der Spieler. Ich glaube, nur 10% der ganzen Spieler haben diese Errungenschaften erreicht, teilweise nur 1% und so. Das heißt, da bin ich weiter auf dem Weg, die alle freizuschalten. Das heißt, viele Einsätze erfolgreich fahren, vor allem die großen Einsätze, die geben dann am meisten Erfahrungspunkte. In der Zeppelinstraße hat es gebrannt. Am LKW am 5. September um 7.58 Uhr. Einsatzzeit 12 Minuten, ausgerückte Einheiten ELW 111.1, LF24 146.2, TLF1 241.1 und der RTW 1. Der Feuerwehr wurde ein brennender LKW auf einer Verkehrsstraße gemeldet. Ja, was für eine Straße sonst? Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, fanden sie den Fahrer unverletzt neben dem Fahrzeug. Nein. Hey, fanden sie den Fahrer unverletzt neben dem Fahrzeug vor? Ich habe keinen Fahrer gesehen. Der Löschtrupp konnte das Feuer durch den Einsatz von Schaumittel schnell und unter Kontrolle bringen. Die genaue Brandursache ist unklar. Also Leute, ich habe da keinen gesehen, der da irgendwie neben dem LKW stand. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass er noch im LKW eingeschlossen ist und ihm keiner helfen will. Gott sei Dank war er dann scheinbar draußen. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Ja, merkwürdig. Aber gut, so ist das. Und da das so ist, würde ich jetzt sagen, haben wir erstmal eine Pause uns verdient. Sowohl der Gruppenführer als auch wir. Denn das Video ist zu Ende. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ist übrigens ein Status. Nicht vergessen, wir sind auf der Wache. Einsatzbereit. Der nächste Einsatz kommt bestimmt, das nächste Video auch. Und bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.